willkommen zu einem neuen Video von Goldemaris Personal Training. Heute aus dem wunderschönen Davos. Verschneit aus den Bergen. Wie könnte es schöner sein? Ich dachte, ich muss euch unbedingt den Ausblick auf das Video packen. Und darum sind wir hier. Was wir heute machen, ist ein 10-minütiges Bauchworkout Pilates. Ich hoffe ganz fest, dass ihr euren Bauch danach richtig spüren brennen. Und dass es euch Spass macht natürlich. Jetzt zuerst ganz wichtig zum nochmal darauf hinweisen, wir atmen tief ein- und ausschnaufen während allen Bewegungen. Atmet euch darauf achten, wenn ihr hier jetzt gerade die Hände auf die Rippe legt, dass wenn ihr einschnauft, dass sich die Hände auseinanderziehen und wenn ihr ausschnauft, dass sie richtig zusammenkommen. Also tief hier in den Bauchraum einschnaufen. Plus, als zweiter wichtiger Teil, wir haben immer den Rücken am Boden, das heisst, wir aktivieren unser Powerhouse. Wir bauen hier richtig Druck aufbauen. Und vorstellen könnt ihr es euch, als würde der Gürtel einfach ein bisschen zu eng umschnallen. Also, dass der richtige so aktiviert ist, der Bauch. Wir gehen nicht ins hohle Kreuz, das ist ganz wichtig. Jetzt für die erste Übung, wir machen immer 10 Wiederholungen pro Übung, kommen wir mit dem Oberkörper tief. Wir haben die Beine angewinkelt am Boden, wir strecken die Arme aus und wir können 100, wo wir den Oberkörper anheben und senken. Das heisst, wir strecken immer die Arme so ein bisschen wie plätschern und kommen hoch und tief. Das machen wir ein bisschen langsamer miteinander. Gut, also und los. Die Knie zusammendrücken, wir strecken ausschnaufen beim Hochkommen und kommen wieder tief. Genau. Richtig aus den Armen raus arbeiten, ausschnaufen und wieder rein. Genau. Auch wenn es keine grosse Bewegung ist, das spielt absolut keine Rolle. Hälfte haben wir schon. 6. Schnaufen nicht vergessen. 8. 9. Und ich sehe, wir liegen nie mehr ganz ab. Und 10. Gut. Für die nächsten machen wir gar nicht gross Pause. Wir strecken beide Beine. Wir kommen tief mit einem und wir probieren unsere Waden zu heben. Wenn das ein zu fester Stretch ist, dann heben wir einfach euren Oberschenkel. Also, wir heben und wir machen dann einen Wechsel. 10-mal insgesamt, macht euch bereit und los. Wir kommen langsam mit dem Rücken ganz im Boden. 2. Genau. Zehen von euch weg. 3. 4. 5. Schnaufen, Rücken am Boden. 6. 7. 8. 9. Und 10. Gut, also, der untere Bauch sollte schon etwas führen. Für die nächsten kommen wir in einen seitlichen Plank. Da haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder kommen wir auf die Knie oder auf die Füße. Das, was euch angenehmer ist, ist beides streng. Wir heben die Hüfte anheben und kommen jetzt mit dem Bein in die Luft, ziehen das zur Brust an und strecken es wieder weg. Wir machen 10 pro Seite, wir machen uns jetzt bereit und los. Anziehen, die Hüfte bleibt immer hoch. 1. Genau. 2. Können wir den Bauch einziehen, die Hüfte nicht nach hinten drücken und die Hüfte die vorne. 4. 5. Ausschnaufen beim Zusammenkommen. 6, 7, sehr gut. 8, können wir hoch bleiben. 9 und die letzte. Gut, wir machen das Gleiche auf die andere Seite. Ist nicht gut. Ein- und ausschnaufen und los. Bein strecken und anziehen. 1, 2, 3, 4,
5. Können wir hoch bleiben. 6. 7. 8. 9. Und die letzte. Gut, super. Wir kommen wieder auf unseren Rücken. Mit den Füßen abstellen. Kommen mit den Händen nach vorne. Kommen so weit hoch, dass ihr sitzt. Kommen ganz gut die Arme ganz strecken, also die ganze Bewegungsamplitude ausnutzen. Kommen dann nach hinten und wir probieren nicht ganz abliegen. Und kommen gerade wieder hoch. Okay? Also, wir machen uns bereit. Startet unten und los. Bauch hinziehen, ganz aufsitzen. Nicht ganz, aber Bauch hinziehen kommen. Und wieder ruhen. 2. Genau. Ausschnaufen vom Ohren, 3. Und gar nicht pressieren. Wenn ihr mögt, auch hier wieder Knie zusammenpressen. 5. 6. Ausschnaufen beim Ohren. 7. 8. 9. Gerade geschafft. Noch letzte. Und 10. Sehr gut. Wir kommen für die nächste auf den Unterarm runter. Wir können uns aufstützen. Mit dem Bein strecken, wenn möglich. Kommen zur einen Seite tief, in die Mitte und zur anderen Seite. Okay? Also machen wir uns bereit und los. Ausschnaufen und ein. Eine. Richtig zur Seite kippen. 2. 3. 4. 5. Sehr gut. Kommen wir dranbleiben. Richtig aus dem Bauch raus arbeiten. Wir kommen nicht ins hohe Kreuz. 6. 7. 8. 9. Und 10. Sehr gut. Für die nächste liegen wir ab. Wir kommen mit einem Bein gestreckt in die Luft. Das andere ist angewinkelt. Gerne in einem 90-Grad-Winkel im Knie wie auch in der Hüfte. Und wir kommen von da aus in einen seitlichen Crunch. Wieder in die Mitte und wieder hoch. Okay? Also, wir machen uns bereit. Wir machen 10 Wiederholungen pro Seite. Zuerst 10 links, nachher 10 rechts. Gut strecken und los. Eine. Ganz kontrolliert. Ganz Rücken ist am Boden. 2. 3. 4. Ausschnaufen beim Hochkommen. 5. 6. 7. Verlieren den Winkel nicht. 8. 9 und 10. Gut, wir switchen gerade ohne Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ohne Gageln, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Wir können die Knie schnell ein bisschen anziehen. Gut schnaufen.
Und wir kommen für die nächsten nur mit den Zehen am Boden. Und in Crunches. Für die nehmen wir die Hände über Kreuz, hinten an die Schulterblätter. Gut, die Zehen aufstellen mit dem Ausschnaufen, wenn wir hochkommen. Und los. Ein. Wir sind langsam, nicht reissen. Zwei. Kommen die Spannung bis in die Zehen runter. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ausschnaufen. Acht. Neun und zehn. Sehr gut. Dann haben wir noch die letzte Übung. Für die kommen wir mit den Fersen aneinander. Sobald ihr mit den Knien nach hinten kommt, könnt ihr den Oberkörper anheben. Und wenn ihr eure Beine streckt, könnt ihr hinten durch. Okay? Ganz wichtig. Die Zehen sind nach außen, die Knie auch, wenn ihr zurückkommt, nur die Ferse aneinander und richtig aktivieren. He? Gut, also wir starten mit der ersten Wiederholung. Strecken, Oberkörper ablegen, ganz ruhig am Boden und zusammen. Ein. Zwei. Drei. Hier. So schlägt die Beine höher oben, wenn ihr merkt, das lupft euch weg vom Boden. Sechs. Kommt ausschlafen. Sieben. Acht. Neun. Und die letzte. Gut. Also ihr habt es gehört. Ich habe recht geschwitzt am Rücken. Wow, ich hoffe, ihr spürt euren Bauch. Also ich muss sagen, meine brennt recht. Und ich habe richtig warm bekommen. Danke vielmals, habt ihr mitgemacht. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst vielleicht sogar einen Kommentar. Weil dann weiss ich, dass euch so Videos gefallen und wird sicher auch in Zukunft mehr von denen bringen. Also danke vielmals fürs Mitmachen und ganz einen schönen Tag.